Hey Leute, willkommen zu Slay the Spire. Als ihr dort seht. Das ist ein Spiel auf Steam. Gefällt mir wirklich. Spiele ich immer gerne am Wochenende. Ist halt ein Strategiespiel, ein richtig, halt nicht leichtes, aber es macht wirklich Spaß. Ich zeige euch doch mal. In diesem Spiel hast du drei Modusen. Spezialmodus spielen wir heute nicht. Täglicher Aufstieg spielen wir heute auch nicht. Wir spielen heute das Standard. Es ist, brich auf zu einer Quest in den Spire. Kämpfe dich an die Spitze des mysteriösen Turms. Ja. Es gibt drei Charaktere. Es gibt den Eiserne, die Stille und der Defekte. Der Defekte hast du nicht gleich am Start, das habe ich heute erst freigeschalten. Freigeschalten, gleich spielen, ne. Immer so. Ja, yeah, auf jeden Fall. Ja, ein bisschen lauter gemacht, Entschuldigung. So. Jeder hat einen speziellen Power-Up, besser gesagt. Der da hat glühendes Blut, heile am Ende des Kampfes 6 TP, das ist Leben. Der hat 80 TP. Die hat 70 TP und die hat Schlangenring. Ziehe zu Beginn jedes Kampfes zwei zusätzliche Karten. Auch richtig nütze. Ich spiele immer gerne mit die Stille. Aber heute probiere ich mal das Defekt. Das Defekte. 75 Leben. Ich denke, ja, das ist mehr als die. Fängst an mit 99 Gold. Jeder fängt an mit 99 Gold. In Kampfautomaton. Ein Kampfautomaton. Das Selbstbewusstsein erlangt. Ja. Manipuliert Orbs mit Hilfe vorzeitlicher Technologie. Okay. Sein spezielle Power-Up ist gesprungener Kern. Er schafft zu Beginn jedes Kampfes einen Blitz. Ich weiß nicht, was es macht. Wir werden es herausfinden. Der hat 5 verschiedene Stufen und 300 zur nächsten Freischaltung. Teil wie viel EP, ungefähr wie in Fortnite. So, ja. Nicht viel mehr rumreden, gehen wir einfach mal rein. So, das ist Akt 1, erster Akt. Exordium. Oder wie war sein Name? Hallo nochmal. Reden. Stelle dich zumindest dem ersten Boss. In den nächsten 3 Kämpfen haben Gegner 1 TP. Max T. Okay, so. Hier hast du eine Auswahl. Du hast in den nächsten 3 Kämpfen haben Gegner 1 TP. Oder Max TP ist 7. Na, da kriegst du 7 mehr. Welche Entscheidung? Ich denke, ich nehme mehr EP. TP, Entschuldigung, weil. Leben ist wichtig. Leben ist wirklich wichtig. Gewährt. Das ist ungefähr wie ein. Sieht das wie ein Wal? So, das allwissende Wal. 3 Kämpfe werden ungefähr. Ja, die 3. So. Hier hast du verschiedene Strecken. Fängst verschiedene an, kommst verschiedene hoch. Hier sind die verschiedenen Markierungen, was die heißen. Ich erkläre euch das Spiel kürzlich. Jetzt. Ich will den Weg nehmen, wo am wenigsten Gegner sind. So. Dieser Weg auf jeden Fall noch nett. Wenn ich hier hochgehe, hier können Gegner sein. So, lass mal rein. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann habe ich erst Heilung. So, das mag ich nicht so gerne. Hier habe ich 1, 2, 3. Dann habe ich einen Shop. Dann kann ich noch eins kämpfen. Aber hier oben ist ein Boss. Bossen, oder das sind keine Bossen, das sind Elite. Und die sind stark. Also, die tun weh. So, ich gehe wahrscheinlich diesen Weg hier hoch. Oder? Ja, einen von die zwei Wegen. Aber dann habe ich Heilung, wenn ich hier rumgehe, dann habe ich hier. Okay, ja, ich gehe diesen Weg. So, das ist. Er schafft einen Blitz. So, Blitz.
Passiv. Füge am Ende deines Zuges einen zufälligen Gegner 3 Schaden zu. Entlade. Entladen. Füge einen zufälligen Gegner 8 Schaden zu. So, okay. Das sind die Gegner. Der eine wird 5 Damage machen und der wird irgendeinen komischen Aufgabe machen. Ich glaube, das hier ist, wie viele Züge du hast. Energie praktisch. Denke ich, mache ein Blitz. 5 Block und 6 Schaden zu den Dicken. Weil er mehr Leben hat. Gold. 5 Damage von dem Typ wurde geblockiert. Gut. Nächste Runde. Der greift wieder an. Nehmen wir mal wieder 4 Block. Greift den Typ an und greift den Typ an. Und dann ist der Ende von meiner Runde. Der ist nächste Runde tot und ich muss mich nicht um ihn Sorgen machen. Der macht mir wieder schwächer. So. Der ist tot nach dieser Runde. Was ich könnte machen, ich könnte verteidigen. Ja, ihm gib mir noch einen Blitz und verteidige. Ihr würdet es wahrscheinlich nicht verstehen, so ganz kleines Spiel, aber es ist eigentlich relativ einfach und macht wirklich Spaß. Entladen. 8 Damage. Ja, ich entlade. Der ist tot. Gott. So, hier, wenn du fertig bist, kriegst du Gold und du kriegst eine Karte. Neuen Block will ich nicht so ganz. Alte zu Beginn deines Zuges ein zufällig gegen gewöhnliche Karte auf deine Hand. Nein. Verdopple deine Energieerschöpfung. Ich weiß nicht, was gut mit dem Kerl ist. Ihr habt den noch nie gespielt. Ich mach mal das hier. Weiß nicht. So, nächsten Gegner. Sind solche kleine Furries. Und die greifen gleich an. So. Am besten mache ich 2 Block und füge jemand Schaden zu. Oder? Nö, ich mache lieber 3 Block. Lieber sicher sein, ich mache die eh Schaden mit meinem Blitz. Und dann nehme ich auch keinen Schaden. Okay. Der macht 7 Damage next round. So, ich will einen Blitz, weil Blitz sind. OP. Ein Block und 6 Schaden an den da und der ist nächste Runde tot. Doch nicht. Gut, dann kriege ich jetzt 2 Schaden. Wow. Diese 2 Schaden haben mir nichts angetan. Der ist jetzt stärker. Der macht 8 Damage nächste Runde. Der ist so gut wie tot. So, dadurch. Notfall. Beide sind tot, oder? Nö, doch nicht. Mann! Dachte, die machen mehr Schaden. Okay. Egal, ist egal. So. Ein Blitz. Der ist auf jeden Fall in der nächsten Runde tot. Okay. Der ist tot. Der ist tot. Gut. GG, nächste Runde. Erhalte eine Karte. Erhalte 3 Block. Also der Typ ist wahrscheinlich... Immer wenn du eine Macht spielst, erschaffst du einen Blitz. Ja, okay, probieren wir mal das doch. Okay, Fragezeichen, es kann ein Feind sein, es kann was anderes sein. Okay. Schrottschlamm. Als du den Raum betrittst, hörst du ein Kugeln. Und das Geräusch von reibendem Metall. Vor dir befindet sich ein schleimartiger Kreatur, die mehr Schrott gegessen hat, als gut für sie ist. Aus dem Inneren der Kreatur siehst du Licht schimmern. Vielleicht etwas Magisches. Es scheint, als könntest du ein paar Schätze bekommen, wenn du einfach in Öffnung greifst. Die Säure und scharfen Dinge könnten allerdings schmerzhaft sein. So, hineinlangen und kriegst weniger drei Leben. Und 25% Chance, ein Relikt zu finden. Oder verlassen. Relikte sind eigentlich richtig gutes Source.
Und wenn du sehr viel davon hast, die geben dich halt spezielle Power-Ups. Ich will das. Ich nehme meine Chancen. Autsch. Alles, was du findest, ist verrostete Metall und ein bisschen brennender Schmerzen. Du bist dann noch überzeugt, dass da noch ein Relikt ist. Okay, ich probiere es noch ein letztes Mal. Okay. Autsch. Alles, was du findest, ist okay, ja, bla 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 bla. Nee, nicht mehr. Du entschließt dich, das Gebiet zu verlassen. Der Schleim ist unaufmerksam, da er mit seiner Metallzeit zufrieden ist. Okay. Ich gehe gleich, oder? Nö, ich gehe Fragezeichen lieber. Okay. Die Schlange. Du betrittst einen Raum und findest ein großes Loch im Boden. Als du dich dem Loch näherst, erscheint daraus eine enorme Schlangenkreatur. Oh, hallo! Was haben wir denn hier? Okay, ich probiere was zu machen. Hallo, Abenteurer. Ich stelle dir eine einfache Frage. Am erfüllendsten ist das Leben, in dem du alles kaufen kannst. Stimmst du zu? Okay, wenn ich zustimme, kriege ich 175 Gold und werde verflucht. Zweifel? Ein Schwach. 175 Gold ist aber richtig, richtig, richtig gut. Weißt du was? Scheiß drauf. Scheiß drauf. Gewiss. Das wird es wert sein. Sehr viel Gold, aber... Na gut, ich kann die Karte aber entfernen, wenn ich will. Die Schlange legt ihren Kopf zurück und... Speed? In den Stahl aus Gold. In die Höhe. Es ist erstaunlich und... fürchterregend. Zugleich. Du sammelst das Gold ein. Dankst der Schlange und mach sich auf den Weg. Lassen. Okay, jetzt gehen wir mal in den Kampf. Oh, ein Kieferwurm. Zweifel, okay, so. Ich krieg gleich Schaden. Wissen was da... Oh, diese Karte ist richtig gut. Die ist übertrieben gut. Verdoppelt Energie, das verdoppelt dann dein Energie. Oh, das hätte ich am Anfang machen sollen, ich Idiot. Na, jetzt, dass ich weiß, was es ist. Okay. Boom, boom. Ich bin eigentlich nicht so schlecht in das Spiel, aber hab's lange nicht mehr gespielt dadurch. Der wird jetzt 10 Schaden machen. Okay, so dass ich ihm zumindest Schaden mache mit den Splits. Das ist zumindest wichtig. Okay, ich hole mir noch einen Blitz. Der macht fetzen Schaden. Wie viel Schaden machen die? 3. Ich will ihn sogar töten. Ja, doch nicht. Ich dachte, ich konnte ihn töten. Autsch. Da, fertig. Aus, aus, hier, raus. So, du bekommst den Gift-Trank, wende 6 Gift an. So, du kannst ihm ein Gift geben. Und Gift finde ich total OP, deshalb lebe ich, die zweite. Ich weiß nicht, was wie die wieder heißt. Füge 7 Schaden zu, erschaffe einen Blitz, das ist gut. Erhalte 2 Fokus, verliere ein Orb-Slot. Erhalte deine zufällige Macht auf die Hand, diese kostet in Zug 0. Die beiden sind richtig gut. Ja, Schaden. Okay, geh jetzt zu hier. Das sind solche Ausposten. Du kannst ausruhen und kriegst 34% deines Lebens wieder zurück. Oder du machst Schmiede und verbesserst deine Karte in dein Deck. Ich will lieber schlafen, weil... ganz schön low war ich. Okay. In einen Kampf gehen wir. Oh. So ein Sklavenhändler. Das ist jetzt wichtig. Okay, gut.
Halte 5 Block. Okay, ja, warte, ich kann alle benutzen dann. Perfekt. Das Skin ist eigentlich nicht so schlecht. Ich finde den eigentlich richtig gut. Okay, 12 Damage machst. Ja, lieber blockieren. Mein Blitz macht ja eh Schaden. Das finde ich eigentlich richtig gut bei dem Skin. Okay. So. Füge 5 Schaden zu und halte einen Blitz. Geil. Halte noch einen Blitz und blockiere. Wahrscheinlich ist das Spiel zu leise, aber ich probiere es wieder zu richtig. Ich mache es noch ein bisschen lauter. Okay, gib mir einen Moment. Weil das Spiel ist wahrscheinlich zu leise. Mir tut es auch leid, wenn es zu leise war. Aber nächstes Mal werde ich es besser machen. Die Runde ist fertig. Okay, 12 Gold. Erschaffe einen Frost. Ziehe eine Karte. Frost ist Orb. Erhalte Block. Oh. Oh, das ist gut. Füge 7 Schaden zu. Ziehe eine Karte pro unterschiedlichen Orb. Oh. Wenn du 0 Block hast, erhalte. Oh! Das ist schwer. Das ist schwer. Weil ich weiß nicht. Das ist ein bisschen zu leise für mich. Ich weiß nicht. 7 Schaden. Das ist richtig gut. Aber wahrscheinlich. Ne. Ich gehe jetzt gerade. Ja, ich mach das ja. Okay. Bitte kein Feind? Okay. Der Priester. Ein seltsamer blauer Humanoider, oder was immer das heißt, mit einem goldenen Helm. Fragezeichen. Nähert sich dir mit einem breiten Lächeln. Hallo, mein Freund. Ich bin Priester. Bist du an meinen Diensten interessiert? Schreit die Kreatur laut. Okay, so, heilen. Entferne eine Karte in mein Deck. Das ist gut. Das mache ich lieber. Kann ich den... Eine kalte blaue Flamme umhüllt deinen Körper und zerstreut sich. Die Kreatur grinst. Priester ist talentiert. Einen schönen Tag noch. Okay, ich will diese Richtung gehen. Ja. So, das sind Touren, du kriegst da wahrscheinlich Artefakten raus. Okay. Mumifizierten Hand. Immer wenn du eine Macht ausspielst, kostet eine zufällige Handkarte in diesen Zug 0. Oh, das geht. Das ist eigentlich nicht so schlecht. Okay. Flügelstatue. Zwischen einem Stein und Brocken fällt dir einen aufwendigen großen blauen Statue auf, die einen Flügel ähnelt. Du findest Gold vor, dass du den Rissen quält. Das aus den Rissen quält. Vielleicht ist im Inneren noch mehr. Okay, so warte. Ja, scheiß drauf. Jemand hat dir mal vor einem Kult erzählt, der einen riesigen Vogel verehrt, dass du dich zum Gebet in kniest, beginnst du dich benommen zu fühlen. Du wachst irgendwann später auf und fühlst dich überrascht leichtfüßig. Oh, ich muss eine Karte entfernen. Nein. Oh, Herr Dessa. Scheiße.
So, hier ist der Markt. Hier kann ich was kaufen. Füge alle Gegner 6 Schaden zu und ziehe eine Karte. Das ist gut, das kaufe ich. Kriege 6 Schaden zu, erschaffe einen Frost. Frost ist auch richtig gut. Erhalte Energie für jede 6 Schaden im Nacht. Okay. Das ist auch richtig gut, aber. Erhalte Block in Höhe der Kartenzahl im. Okay. Ja, ich nehme das hier, Und dann nehme ich noch den Frost dazu. Okay, fertig. Oh, du findest einen toten Abenteurer auf dem Boden. Seine Hose wurde gestohlen. Außerdem scheint seine Rüstung und sein Gesicht von Flammen versiegt zu sein. Versenkt oder versiegt, was immer. Obwohl seine Besitztümer noch intakt sind, kannst du nicht nachvollziehen, was hier passiert ist. Ich will Beute finden. Scheiße, hast du die Monster. Komm, komm her. Ja. Du verschwindest geräuschlos. Ja, lieber, ich heile mich zuerst auf, weil der Boss ist da oben. Hab jetzt voll Leben. Ja, das da oben ist der Boss. Oh, viele kleine Viecher. Ich könnte wahrscheinlich sogar einen töten. Bam. Bam. Okay, jetzt. Schlechte Entscheidung gewesen. Ah, Mann, ey. Okay. Verdoppeln auf jeden Fall. Ich habe 0 Block dadurch Schild. Okay, gut. Füge dich 4 Schaden zu. Füge alle Gegner 4 Schaden zu. Perfekt. Erhalte Dings und bam. Ich weiß, ich bin genial. Ich bin einfach genial. Bin einfach genial. Boom. Okay. Da, 7 Schaden. Weg mit dir. Aus dem Haus. Puste dich weg. Entferne einen Block von einem Gegner. Füge 10 Schaden zu. Okay. 3 Schaden zu, wenn der Gegner beabsichtigt anzugreifen. Wende einen Schwach an. Entferne allen Block von einem Gegner für gezinkt. Okay, das ist gut. Das ist einfach viel zu gut. Heilen auf jeden Fall. Und dann gehen wir jetzt mal gleich zu dem Boss. Ist ja, ich filme ja schon fast 25 Minuten. Oh, okay. Der Wächter. Der holt sich jetzt Schild. Dadurch Schaden zu machen, ist wahrscheinlich jetzt richtig wichtig. Das ist auch wichtig. Und boom. Boom. Gott. Brauch so viel Blitz wie möglich, denke ich. Zerstören, zerstören, zerstören. Oh, 32. Hör auf. Muss blockieren, der macht Schaden. Oh, zum Glück. Der hat sich wieder verzogen. Tut mir weh, aber ich muss Schaden machen. Hätte ich als Block machen sollen, aber. Also. Ja.
Gott. Perfekt. Er macht 20 Schaden. Das Kind ist aber richtig cool, der Typ. Zerstören, zerstören, zerstören. Angreifen, angreifen. Bam. Okay. Am besten mache ich jetzt das hier. Blockieren und. Gott, weiter. Der hat nur noch 100 Leben. 100 Leben. Ich will einen Blitz und dann macht das für. Okay. Han nimmt jetzt 6 Damage. Okay, das wieder erwacht. Oh, fast tot. Also. Blitz. Okay, das ist fast tot. Leute, wir schaffen das. Let's go. Oh Mann, der tut Damage. Der macht Damage. Der macht richtig hart Damage, ey. Wehtun, wehtun, let's go. Okay, der hat sie wieder verzogen. Der hat 24 Leben. Ich könnte ihn jetzt töten. Könnte next. Der ist tot, der ist tot, der ist tot. Ja! Yeah! Oh, der ist tot! Ja! Yeah! 110 Gold, flüssige Bronze, erhalte 3 Stacheln und du erhältst eine goldene Karte, okay? Mische alle Karten in deinen Nachziehstapel, ziehe 4 Karten. Entlade deinen vordersten Orb x-mal. Oh. Okay. Blitze treffen jetzt alle Gegner. Ich schaffe 2 Blitze. Das ist gut. Das ist gut. So, ich kriege jetzt eine Truhe, ein Artefakt. Oder darf aussuchen. Schwarze Sterne, besiegte Eliten lassen einen weiteren Relikten fallen. Okay, ich kämpfe keine Eliten. Müsste ich jetzt, wenn ich mal wieder noch eine Runde spiele, dann ja. Würde ich mal das probieren. Raufglocken. Rufglocken. Erhalte 3 Fluche und 3 Relikte. Fluche. Fluchkarten sind negative Karten, die in deinem Deck bleiben. Oh Gott, nein. Deko-Auge. Ziehe in jedem Zug 2 zusätzliche Karten. Beginne jeden Kampf verwirrt. Verwirrt. Immer wenn du eine Karte ziehst, sind ihre Kosten zufällig. Oh. Das ist eigentlich richtig gut. Das gefällt mir. So. Hier. Zweiter Akt, die Stadt. Leute! Ich höre jetzt mal auf. Ich spiele schon 26 Minuten und film schon 30 Minuten. Ist wahrscheinlich weniger für beim Ding. Entschuldigung, dass es so lange Video ist, aber das ist ein Durchgang. Ich filme das auch nochmal. Das kommt mit raus. Ich weiß nicht wann. Aber die zweite Teil kommt raus. Hoffentlich gefällt euch das. Mir gefällt das Spiel richtig, richtig gut. Muss auch sehr gut überleben. Weil ein falscher Zug bist du weg. Du bist weg. Und man hat es bei den letzten gesehen. Hätte ich da nur angegriffen und nicht blockiert, wäre ich sehr schnell gestorben, weil er macht riesige Angreifer. Aber ja. Hoffentlich hat es gefallen.
Wenn ja, leave ein Like da. Sag in die Kommentare, dass ihr, ob ihr das weiterziehen wollt. Wenn ja, dann sag ja. Warum nicht? Lass ein Abo da und drückt gleich dazu die Glocke, sodass ihr bei jedem Stream, bei jedem Video dabei seid. Und ich bin ja natürlich bei jedem Video ungefähr ersten halben Stunden, wo es raus ist, dabei für eure Kommentare und alles. Dadurch könnt ihr Fragen stellen. Ich bin da, ich antworte alle. Und ja, tschüss, bis nächste Mal, habt noch einen schönen Tag und ja, bye bye.